Jo, einen wunderschönen guten Tag. Tür zu machen. Wenn er zugeht. Komische Tür. So. Mal schauen, wie das Soundlautstärke und alles. Würde man mit einem anderen Spiel nicht eine Magic mal zur Abwechslung machen. Runtergefahren habe ich schon, aber ich finde es trotzdem immer noch sehr laut. Weiß nicht, vielleicht so auf die Lautstärke. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal ran. Leute, die Familie wieder zu Reichtum kommen. Ihre Flotte sollte am nächsten Morgen eintreffen. An Bord ihrer Hoffnung und ihrer Rettung. Doch die Feier wurde durch einen ungebetenen Gast gestört. Der Marquis persönlich überbrachte die schlechte Nachricht. Die Flotte war verschollen. Dennoch, die Schuld war fällig. Familienvermögen wurde beschlagnahmt. Die Familie selbst festgesetzt. Aber von ihnen ließ sich nicht versterben. Einer von ihnen ließ sich versterben. Der mutige junge Spross der Familie entrannt dem Schicksal. Diesem Schicksal. Er schwor sie zu retten und die charmanten Squads zu rächen. Und hat. Sag mal, ey. Nun, ein erwachsener Mann. Auf der Suche nach einer Reisemöglichkeit. So, geht das jetzt auch wieder weg, da die Lautstärke-Einstellung? Oder eher nicht so? Scheint nicht. Wir merken uns, wir dürfen nicht an den Lautregelungen rumspielen. Ah doch, geht weg. Gut, wie nennen wir uns? Ich wäre ja für Sir. Garrett. Das ist immer ein guter Name. Den nehmen wir auch heute wieder. Ja. Guti, dann mal Woide. Was sind wir denn? Engländer, Holländer, Spanier oder Franzose? Ich glaube, ich würde mich da tatsächlich für die Engländer entscheiden. Die Überfahrt war überschattet von Grausamkeiten und Gewalt. Der Kapitän ritt das Schiff und seine Besatzung zu Schanden. Über alle Maßen strapaziert meuterte die Besatzung. Mit vollen Segeln, Schiffen und Besatzung unter eurem Kommando. Erreicht ihr die Karibik? Und nochmal.
Ja, rettet eure Familie. Das ist so die Aufgabe. Familie zu retten. Rache zu nehmen. Und Reichtum, sowas zu erreichen. Das alles, bevor wir alt und rumpelig sind. So, erstmal rennen. Reden wir mal mit dem Gouverneur. Wir wohnen uns nämlich hier, müssen wir auch hochkommen. Müssen wir auch an Land kommen und so. Und deswegen müssen wir uns bei den Engländern dementsprechend sehr gut stellen. Mein lieber Herr, Sir Skelet. Das hört sich so kacke an. Tretet doch bitte ein. Es wird euch vielleicht interessieren, dass wir uns im Krieg befinden mit den niederträchtigen Spaniern. Die mögen wir auch nicht. Die haben nämlich unsere Familie hier geklaut, ne? Also, ne? Ja, entführt. Ja, guck mal, Kaperbrief anbieten, so können sie euch dazu befugt, Schiffe unserer Feinde auszurauben und zu versenken. Hätte ich auch so gemacht. Diese Karte zeigt das in der westlichen Richtung weit entfernt liegende die spanische Stadt San Juan, die nächste feindliche Stadt ist. Ja, die hat aber 1 Million Einwohner oder so. Wir können nämlich auch Städte einnehmen und so. In der Tat wurde heute Morgen eine fette spanische Bark gesichtet. Sie segelt in diese Richtung. Guten Tag, Herr Sir Skelet. Mann, ist das ein behinderter Name. Oh, naja. Ah, genau, hier können wir uns auch immer noch Informationen beschaffen bei den beiden. Der gibt uns immer Artefakte, die wir uns kaufen könnten. Und hier Besatzung, damit wir immer eine volle Crew haben. Hier. Sind Arbeitsplätze knapp. In einer erfahrenen Bande von 41 Männern will sich eure derzeit 40 Mann starke Besatzung anschließen. Willkommen an Bord, Jungs. Einfach mal über das Doppelte nochmal drauf. Ja, richtig mad. So eine alte Captain. Können wir hier kaufen? Ah. Schatzkarte, wichtig. Alle Schätze finden 10 Stück insgesamt oder 9. 110 Schätze gibt's. Oh. Eigentlich kriegst du auch immer nur so einen Ausschnitt von der Karte. Hier kriegen wir jetzt direkt die ganze Karte. Das ist auch gut. Und daran müssen wir jetzt gucken, wo das ist. Gegen südwestlich von San Juan. Da müssen, das war ja die spanische Stadt zum Beispiel. Und südwestlich müssen wir dann gucken, wo das da so hinpasst. Und nach dem roten Kopfschädel am Wasser Ausschau halten. Guckt man da nicht immer ganz gut hin. Machen wir gleich mal. Gucken, was wir sehen. Munkelt, dass der heilige Marie mit Kurs auf Antigua mehr als 1000 an Gold transportiert. Ja, aber da wollen wir nicht hin. Mal gucken. Ah, okay, der kann unser Schiff ausrüsten hier. Schiffsbauer in St. Martin. Sind wir überhaupt? Wer ist denn das hier? Schiffsbauer aussuchen könnten wir jetzt. Da können wir dann das Schiff reparieren und so. Machen wir nicht. Da holen wir uns nämlich ein besseres Schiff. Erstmal kurz die Karte und anhalten. Da anhalten. So, wo ist hier die Karte. Das hier ist so die ganze Karte. Wo ist er? Ja, hier unten sieht man schon gleich hier viele spanische Städte. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Weil hier immer oft unsere Familie irgendwo versteckt ist. Ich hoffe, dass wir hier oben nicht so wirklich hin müssen. Weil es immer am Arsch der Heide ist, ne? Und England hat ein paar Städte hier oben mehr. Aber wie gesagt, Spanisch ist ja ein bisschen so die Macht. Hier sind ein paar englische Städte noch. Holland ganz wenige eigentlich nur. Französische Städte auch ein paar, aber auch ganz wenig. Mal schauen, wie den. Ach ja, genau, dann gibt es hier noch die 10 berüchtigsten Piraten. Also sind wir zum Beispiel auf Platz 10. Das sind die ganzen anderen.
von dem wir denn die Schatzkarten bekommen und so. Wenn wir die besiegen, steigen wir immer einen Platz auf oder ersetzen die. Also, nee, wenn wir jetzt Platz 1 besiegen, kommen wir auf Platz 9 und der auf Platz 10. Dann tauscht das immer einmal so rum. Die können wir auch immer irgendwo finden. Wo genau die sind, keine Ahnung. Das müssen wir noch herausfinden. Persönlicher Status genau da. Können wir denn zum Beispiel sowas sehen wie Engländer ohne Titel? Also wir sind Engländer sozusagen, aber haben noch keinen Titel und nichts. Da sind wir noch nicht mal aufgetreten. Nichts. Ah. Und hier, wir können noch ein Liebesleben führen. Schätze finden, 9 Stück insgesamt. Verschollene Städte, 16 Stück. Familienmitglieder, 16. Ah, ich glaube, es ist aber nicht genau 16. Weil ich glaube nämlich, dass ein Familienmitglied sozusagen 4 ist, weil das aus 4 Kartenstücken besteht. Schurken müssen wir noch bestrafen, 10 Mal. Das alles zu schaffen, und Piraten, hier sind die Piraten noch. Das alles zu schaffen, ja, Vermögenspunkte, alles zu schaffen, bevor wir ganz alt sind, ist halt, das ist halt die Herausforderung, ne? Und in der Laufbahn, wir sind in der Epoche 1660, 75 Mann starke Besatzung, die sehr zufrieden ist, wir sind 18 Jahre alt. Ihr habt in der Laufbahn in der Epoche 1660 heldenhafte Bukaniere als englische Kapitän begonnen. Ihr seid gegenwärtig ein Kapitänslehrling mit Kann-Können beim Fechten. Ihr seid jetzt 18 Jahre alt. Eure Gesundheit ist hervorragend. Eure 75 Mann starke Besatzung ist zufrieden. Gut. Ja, genau. Das ist das, was wir noch im Moment an Bord haben. Da haben wir nichts. Bis auf ein bisschen Nahrung für 13 Tage, 3 Monate. Gold. 400 nur. 8 Kanonen. Aha. Kapitänslogbuch. Ja gut. Selbst erklären. Klärend. Da könnten wir noch mal ein bisschen gucken, was was heißt, falls wir mal irgendwas wissen. Ab Tagebuch, Wörterbuch halt. Beispiel speichern können wir mal machen. Ja. Aber das sind jetzt zum Beispiel die Spanier. Können wir jetzt einfach mal angreifen, würde ich sagen. Guck mal hier, jetzt können wir die einfach mal. Spanische Barak, 8 Geschütz, 32 Mann. Das sollten wir eigentlich schaffen. Und dann mit Leertaste war, glaube ich, Feuer, ne? Ja. Kann man entweder jetzt direkt rangehen und auf Nahkampf oder sie versenken. Kriegt man aber natürlich die Beute nicht. Ausweichen schnell. Ach, guck mal, er hat gar keinen Bock gegen uns. 962 Goldstücke ist sogar ganz okay. Ne, haben wir jetzt. 562 bekommen. Auch okay. Hier nehmen wir aber eigentlich nur die Lebensmittel. Und hätten wir noch Luxusartikel genommen, aber sonst würde ich hier jetzt nichts nehmen. Das kann man eigentlich nur verkaufen. Damit kann man nichts machen mit Zucker, Gewürzen und so und Waren. Kann man nichts machen, leider. Soweit es mir bekannt ist natürlich, ne? Haben wir das. Und jetzt haben wir 2 Schiffe, könnten das rein theoretisch verkaufen. Holländer müssen wir nicht angreifen, aber wir können ja mal schönen guten Tag sagen. Was? Herr Skelet. Das ist der beste Name. Das ist der beste Name, wirklich. Es wird euch vielleicht interessieren, dass wir uns im Krieg befinden mit den niederträchtigen Spaniern. Ja. Ich hörte gerade von der kürzlichen Begebenheit eurer Kaperung einer spanischen Bark. Hervorragend, der König wird zufrieden sein. Freue mich, euren Kaperbrief anbieten zu können, der euch dazu befugt, Schiffe unserer Feinde auszurauben und zu versenken. Diese Karte zeigt, dass die in westlicher Richtung weit entfernt liegende spanische Stadt San Juan die nächste feindliche Stadt ist. Ja, aber die ist viel zu stark, Leute. Ihr könnt mir doch nicht alle sagen, dass das eine Stadt ist, die ich dann angreife und dann voll auf die Fresse bekommen, alle. Gar kein Problem. Schenkeaufsuchung. Leute würde ich jetzt nicht noch mit an Bord holen. Zu viel ist auch nicht gut. Ja,
Ein geheimnisvoller Pfanne bietet euch einen Rubinring an, Sir Skelet. Dieses wird euch dabei helfen, das Herz der Gouverneurstochter zu erobern. Für nur 700 Goldstücke gehört er euch. Wir nehmen alle mit, ich will alle haben. Ist er teuer? Ist teuer, aber wir können noch ein Schiff verkaufen. Da. Rock Brasiliano, die Nummer 7 unter den berüchtigsten Piraten der Karibik, verlässt die Piratenenklaven. Hat Dix Bonds in der Nähe der Stadt Trinitat. Es ist bekannt, dass er mehr als 2300 Golddublonen bei sich trägt. Warum ist er denn da unten? Ich muss hier hin. Ne? Oder da. Ich glaube da, oder? Ah, ich glaube, könnte auch da sein. Ah, südwestlich, ne? Eigentlich wäre südwestlich da. Schwer. Und aber trotzdem ist er da unten. Das ist uns egal, denn. Schiffsbauer, ja, kennen wir doch. Schiffsbauer suchen wir jetzt auch mal Uff. Und dann verkaufen wir den nämlich hier, den Kahn, für 100. 100 Goldstücke würde ich auch ein Schiff kaufen. Da bin ich ganz ehrlich, ne? Okay. Wir müssen auch Ausschau halten nach dem Gouverneurs... Ach, Untiefen. Gouverneurs Untiefen, ja, das macht Sinn. Die Grafik leider muss ich so runterstellen, sonst verzerrt sich hier noch mehr alles. Das ist der Henkerkopf. Nee, den suchen wir alles nicht. Den greifen wir an. Schönes Handelsschiff. Auf. Jetzt will ich aber eigentlich mal auf Nahkampf gehen, das mal zu zeigen, wie das aussieht. Schön ausgewichen. Das Gute ist natürlich an so einem kleinen Schiff, dass es halt super wendig ist und der uns eigentlich nicht trifft. Jetzt gehen wir rauf. Hat schon keinen Bock mehr auf uns. Die Nachricht von eurem Sieg verbreitet sich rasch. Der englische Gouverneur von Kittens ist vielleicht gewillt, euch bei eurem nächsten Aufenthalt in der Stadt zu befördern. Die holländische Gouverneur von St. Martin ist vielleicht gewillt, euch... Ja, ist auch okay. Aber wir fahren jetzt nicht viel zurück. Greifen den nämlich auch noch an gleich. Oh, komm schon, einer muss treffen, oder? Ja, da war doch gut. Wird tatsächlich jetzt gar nicht mehr so viel fighten. Oh, scheiße. Sondern einfach jetzt direkt rangehen. So, guck mal, die haben aber gar keinen Bock auf uns. Ah, ja, kommt doch ran, Jungs. Guck mal, da sieht man jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, kann man schon lesen? Kann selber nicht lesen, aber da steht blühende spanische Hauptstadt. Die könnten wir einnehmen, wenn wir genug Leute hätten, aber haben wir nicht. Gouverneurs Untiefen, da müssen wir nämlich jetzt hin. Kann man da so hinfahren und dann kann man hier nämlich an Land gehen. Und dann vor Anker halt gehen. So, jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Aber da ist nämlich gleich so eine Burg, die haben wir da ja auch gesehen. Müssen wir eigentlich hier nur rechts längs gehen, denke ich mal. Ja, die haben wir, glaube ich, auch gesehen. Guck mal, da ist der Schatz schon. Das ging auch fix. Man musste echt lange latschen hier. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eure ersten Ruhmspunkte erlangt. Ihr erhaltet Punkte für das Erbeuten von Gold, Erlangen von Beförderung, den Sieg über berüchtigte Piraten, das Entdecken vergrabener Schätze, Techteleien mit Gouverneurstöchtern, das Errettung eurer verschollenen Verwandten, das Entdecken verschollener Städte und den Sieg über den niederträchtigen Marx Montalban. Keine Ahnung, wie wir den aussprechen. Dann haben wir den Schatz auch. Würden wir uns jetzt rein theoretisch mal befördern lassen. Und ich würde gerne eigentlich eine Stadt einnehmen. Wahrscheinlich lassen wir uns auch noch
zweiten Fight überlegen. Ich wäre ja da fast für Holland. Holland, die Städte können wir mal ganz gut einnehmen. Was ist das dann? Piraten, Kaperschiff. Holen wir uns. Den holen wir uns. Weil der will doch direkt auf Konfrontation. Merkt man gleich. Will uns gar nicht beschießen. Hier nehmen wir auch nur das Gold mit. Das Schiff nehmen wir nicht mit. Guck mal jetzt. Und jetzt ist so, ist der Kampf. Hier unten hat man die Fähigkeiten, die man ausführen kann. Und hiermit könnten wir ausweichen. Das kann er natürlich auch alles, ne? Okay, jetzt hat er es zum Beispiel ausgewichen. Wir sind meistens eigentlich immer schneller. Und wir haben auch noch den einfachen Modus. Da klingt das immer auf, was wir machen müssen. Im schwierigeren Modus müssen wir selber entscheiden, was der richtige Ausweichmove für den Angriff ist. So ist natürlich recht einfach alles, ne? Ah, guck mal, die Besatzung ist bitte ja ein fähiger Kanonier. Guck mal, Kanoniere, der schnelleren Schießen beibringen kann. Er lässt sich rasch überreden, sich in unsere Besatzung anzuschließen. Guck mal. Schnell überzeugt halt, ne? Er kommt doch mit, Jungs. Diesmal versenken wir den aber. Wir nehmen alles. Und zack. Abfahrt. Machen nämlich alles für eine Beförderung. Und dann greifen wir jetzt noch die Holländer an, oder?